Hallihallo, der Marc vom PC Stubinis hier. Wir haben hier jemand mit einem leider eitrigen Abszess am Ohr. So, du warst sprechen wo? In Wiener Neustadt. Gut, näher füllen wir es nicht aus, lehne ich mal hinten an. Und da sieht man natürlich jetzt schon das ganze Drama. Im Endeffekt ist das hier ziemlich entzündet, eitrig. Und ja, vorne sieht man schon das Eiter leuchten hinten auch. Du hast den Schmuck rausgenommen, nehme ich an, oder? Ja. Wann? Gestern, weil gestern ist es erst richtig, also davor war eigentlich nichts, ja. Beziehungsweise ich habe glaube ich schon so gemerkt, dass es nicht so gepasst hat, aber ich wollte es nie wirklich wahrhaben. Ja. Also wichtig ist bei sowas, dass man, wenn man das hat, sowas, dass man dann den Schmuck nicht rausnimmt. In diesem Fall, wo man wirklich sieht, das ist ein eitriger Abszess, dann nimmt man bitte das Piercing nicht raus. Ja? Weil dann bildet sich eben dieser Abszess und wenn wir den jetzt nicht behandeln richtig, dann kann es bis zu einer Sepsis werden. Wird es jetzt nicht, keine Angst, dass es davon nicht sterben. Aber das ist ein Fall, das verkapselt sich, das geht in den Organismus, das müssen wir jetzt schon behandeln. Was ich jetzt mache, ich werde das kurz aufstechen, okay. Dann nehme ich jetzt keine Nadel, sondern nehme ich eine sterile Lanzette, ja, sowas hier. Das tut kaum weh, wahrscheinlich spürst du nicht mal, dann kommt der Eiter raus, dann ist der Druck weg, es wird dann auch kurz bluten. Und dann werden wir es mit einem kleinen Pflaster verarzten wahrscheinlich. Und du musst dann unbedingt vorne den Spray Gel sprühen wie verrückt. Dann ist es schnell beruhigt. Ich habe es gestern eh schon, aber es bringt sich halt jetzt dann nichts mehr so. Dann gibst du mir noch die Pflegeprodukte mit. So. Wie alt hast du das Piercing? Wie lange hast du es schon gehabt? Fast 2 Jahre. Das kam jetzt auf einen Schlag? Ja. Aber ich habe es halt, wie gesagt, schon so. Was für Schmuck war da drin? Was für Schmuck war da drin? Ein Ohrring normaler oder ja, ein Piercing? Nein, Ohrring normal. Normale. Aber mit denen habe ich kein Problem, weil auf der anderen Seite habe ich dieselben wie auf der Seite drin gehabt. Ja, schon. Ist doch irgendwas. Aber es ist halt oft so, dass es dann irgendwann mal kommt, sowas. Na, ich hab's auch beim Reintun gemerkt, dass es auch vom Stechen her. Dass es nicht halt gerade war, sondern noch schon so leicht schief und so. Und, ja. So. Also, wie gesagt, es ist ein Problem, es ist kein großes Problem. Wir kriegen das in den Griff. Es ist also eindeutig Eiter. Wirklich sauber rauskommt, der ganze Eiter. Geht's? Ja. Gut, passt. Zu Liga. Ja. Du musst natürlich rausholen, ja. Von allen Ecken dagegen jodeln, das ist quasi rausgeht. So. Passt. Das war's mal. So, das Blut würde jetzt aus. Ich würde jetzt kein Desinfektionsmittel mehr drauf sprühen. Das hatte ich vorher schon gemacht. Wenn ich das wieder drauf sprühe, passiert nur Folgendes, dass uns das Pflaster nicht hält und das Blut blutet uns eher aus, das heißt, das Ausbluten ist eh super, was wir eigentlich wollen. Dass uns quasi hier die Blutung reinigt uns quasi die Wunde. Okay. So, das war's schon wieder. Okay. Also wichtig ist, du nimmst bitte vorne den Spray Gel mit, sprühst es dir sofort ein, wenn du daheim bist. Was du machst, dann daheim runter, das bleibt jetzt nur ganz kurz drauf. Und sobald du dann daheim bist, nimmst du den Spray. Wichtig ist wirklich, bitte die Hände desinfizieren. Darf ich dir kurz drauf sprühen? Das ist schon Antihygienespray von uns zum Beispiel. Riecht gut, desinfiziert ist toll. Sowas kann man auch verwenden. Also wirklich wichtig, Finger sauber machen, nie mit schmutzigen Fingern hinwaschen. Dann unbedingt frisches Brontolin.
weil auch das läuft nach 3 Monaten aus, wenn man es offen hat. Bitte darauf achten, dass du jetzt kein altes Produkt verwendest, sondern nicht auf deine Säcke. Erst einsprühen, richtig, ein paar Sprühe vorne, hinten drauf, einwirken lassen, dann den Pantolitgel einsprühen schön und dann soll sich das recht schnell wieder beruhigen. Soll es wirklich nochmal aufgehen zur Not, nochmal ausdrücken versuchen, dass der Eiter rauskommt und sich nicht noch weiter verkapselt. Natürlich kein Schmuck mehr reintun, das würde ich wirklich jetzt beerdigen, zuwachsen lassen und neu stehen. Klipp und klar. Es ist viel zu geschwollen auf das ganze Darmgewebe. Da ist einfach, da ist der Wurm drin. Das ist auch vom Winkel, sieht man es falsch gestochen und so weiter. Also, da ist alles falsch. Gut, Glück im Unglück. Also sterben musst du nicht, Totenscheibe, sondern Palmas stellen. Aber pass mal auf, mit Schwimmen gehen jetzt die nächsten 3 Tage, würde ich damit nicht ins Wasser hopfen. Okay. Weil es einfach noch zu offen ist, nicht, dass da was reinkommt. Okay, lass es bloß das nächste drauf, bis du daheim bist. Okay. Gut. In die unteren und benachbarten Löchern nur Gold, Titan oder eben nichts rein tun, weil sonst kriegst du mal nicht gleich in den Mund. Ja, ich würde wenn du nochmal neu starten willst, irgendwann kommst du zu mir, ich steck's dir gerne neu, das kriegt man dann mal hin, dann passiert auch nichts mehr. Ja. Hast du noch Fragen? Nein, nein. Gut. Dann danke ich dir, dass wir dich haben kurz filmen dürfen. Verarztet bist du jetzt, du weißt Bescheid. War gut, dass du hier warst. Als nächstes wäre es dann mehr eitrig geworden, dann kann es sein, dass man irgendwann einen roten Strich kriegt, das sind so die ersten Vorzeichen von einer Sepsis, wenn man ein bisschen aderrot wird, dann müsste man wirklich echt handeln und dann am besten auch ins Krankenhaus gehen. Aber wenn dir jetzt alles erledigt ist, dann machen wir das hinkriegen. Aber gut, dass du gekommen bist, weil viele Leute machen es nicht und denken, ja, wird schon werden. Nein, und dann wird es nicht und dann wundert es dich wirklich, wenn irgendwas blöd ist. Ja. Gut, meine Liebe, dann danke ich dir und wenn du noch eins wissen willst, wann du wieder stechen können würdest, wäre so ungefähr in 8 Wochen kann man, 6 bis 8 Wochen kann man sagen, man macht es wieder neu. Wenn das komplett abgeschwollen ist, sich wieder gut anfühlt, nicht mehr dick ist, dann kann man da mal neu durchstehen. Also für dich, jetzt haben wir Ende Juli, wird es im September wieder angehen. Entweder du sollst nichts mehr machen, nicht mit Schwimmen gehen und dann machen wir es nochmal neu. Okay. Sei froh, dass da nichts ist. Ja. Gut, es kann sein, dass dir da einfach Bakterien reingekommen sind, sei es durch Schwimmen, sei es durch das eine Husten in der Straßenbahn, sei es durch irgendwie Blödsinn. Es ist einfach dann sowas eine tickende Zeitbombe, weil es eben falsch gestochen war, nicht gut gestochen war. Dann fehlt nur noch eine Sache und dann bumm, dann kam das schon mal. Bleibt gesund, danke dir fürs Kommen. Euch danke fürs Zuschauen. Wenn ihr sowas habt, meldet euch oder kommt vorbei, geht in den Studio, lasst euch helfen. Tschüss, baba.